Morgen zur Präsentation des Konzepts der Single Business Entity. Wir möchten Ihnen heute aus Sicht von drei kooperierenden Beratungsunternehmen dieses Konzept vorstellen. Diejenigen, die hier heute die Präsentation durchführen, sind zum einen der Herr Bamberger von Vorne und Partner und zum anderen bin ich das von Transfer Pricing Associates. Mein Name ist Carsten Schmidt. Ja, ich schlage vor, dass wir vielleicht mal einen kurzen Blick auf die Agenda werfen. Das wäre die Folie Nummer 3. Und zwar ist der Kern der Präsentation ein Überblick über bestehende Geschäftsmodelle, bestehende Strukturen, die typischerweise von Multinationals angewandt werden. Zum anderen möchten wir Sie dann hinweisen auf die Struktur, die ein sogenanntes Single Business Entity Konzept aufweist. Wir werden uns auseinandersetzen mit den Fragen, die damit im Zusammenhang entstehen, also Supply Chain Fragen, damit verbundene zollrechtliche Themen. Herr Bamberger wird intensiv auf die einzelnen Elemente, Bestandteile dieses Single Business Entity Konzepts zu sprechen kommen. Wir werden weiterhin Rechnungspreisfragen ansprechen und haben abschließend noch eine Fallstudie mit angefügt, die so einen groben Überblick gibt, was die einzelnen Bestandteile eines solchen Konzepts, eines Übergangs zu einem solchen Konzept sind. Hinsichtlich von Fragen aus dem Kreis der Zuhörer würde ich Sie bitten, diese direkt zu stellen. Wir haben also hier die Möglichkeit, über E-Mail Fragen entgegenzunehmen. Und insofern die Einladung an Sie, das auch direkt zu nutzen. Schicken Sie uns Ihre Anmerkungen, Kommentare, Fragen, was auch immer direkt zu. Wir greifen das dann umgehend auf. Gut, damit würde ich bitten, dass wir auf die nächste Folie gehen. Das soll zum Einstieg ein Überblick sein über bestehende, natürlich vereinfacht, Strukturen, die typischerweise anzutreffen sind, wenn Multinationals, wenn man einen Blick auf das Geschäftsmodell von Multinationals wirft. Wir haben hier also oben links ein Multi-Business, Multi-Market-Modell. Also hier gibt es eine Vielzahl von Transaktionen zwischen verbundenen Unternehmen einerseits, aber auch von Konzerngesellschaften mit beispielsweise Lieferanten oder auch Kunden. Also eine Vielzahl von Transaktionen in diese beiden Richtungen. Dagegen oben rechts ist schon eine Vereinfachung erkennbar, also Multi-Business, Single-Market, hier gibt es also regionale Vereinfachungen, das heißt also hier wird beispielsweise gegenüber den Kunden nur noch aus einer Gesellschaft des Konzerns agiert. Unten links das Ganze noch in einem weiteren Schritt, also hier ist es nur noch eine Gesellschaft, auch nicht mehr regional nur noch aufgestellt, die mit den Kunden agiert, sondern das ist also wirklich eine Gesellschaft des Konzerns, die in Verbindung mit den Kunden steht, hier genannt ein Reinvoicing-Modell. Unten rechts dann das Konzept, über das wir heute sprechen möchten, das Single Business Entity Modell. Hier sehen Sie also sämtliche Transaktionen mit Lieferanten, sämtliche Transaktionen mit Kunden laufen über eine Konzerngesellschaft, hier die sogenannte Single Business Entity. Also die eine Vielzahl von Transaktionen wird reduziert auf eine minimale Anzahl, was natürlich hier ein sehr transparentes Geschäftsmodell dann bewirkt.
So, also dieser rechte Block unten ist Gegenstand der Präsentation, wenn wir auf die nächste Folie schauen und hier mal ein auch wiederum vereinfachtes Geschäftsmodell sehen, dann haben wir hier eine Erläuterung, wie das, wie die Single Business Entity gedacht ist, und das ist also von unserer Seite. Ja, Entschuldigung, da müssen wir noch mal eine Folie weitergehen. Wir haben die Folie 6. Genau, das ist noch mal eine, auf die ich hinweisen möchte, bevor ich an den Herrn Bamberger weiterleite. Sie sehen also hier drei unterschiedliche Strukturen. Einmal eine auf der linken Seite Struktur, die eine Vielzahl von Gruppengesellschaften darstellt. Eine Vielzahl von Interaktionen, eine Vielzahl von Transaktionen, sowohl intern wie auch extern. Das heißt, hier gibt es also eine Vielzahl von Überlegungen aus steuerlicher Sicht, aus Supply Chain Sicht, aus zollrechtlicher Sicht etc. Im nächsten Schritt haben wir ein Modell, eine Einheit tritt auf gegenüber, also hier in einem regionalen Beispiel, den Kunden und Lieferanten. Das bedingt schon eine gewisse Vereinfachung. Und was ich hier an der Stelle adressieren möchte, ist, dass je komplexer die Struktur ist, je komplexer die Anzahl der Transaktionen ist, desto höher ist natürlich auch die Anforderungen an steuerliche, also Corporate Tax Überlegungen, VAT, Customs und IT Anforderungen. Und Gegenstand dieser Folie ist, sie darauf hinzuführen, dass jede Veränderung, die an der Struktur vorgenommen wird, nicht nur logistische Auswirkungen hat, sondern dass eben auch diese anderen Disziplinen jeweils mit berücksichtigt werden müssen, also Corporate Taxes, VAT, Customs und IT. Also eine reine Vereinfachung beispielsweise von Logistikströmen reicht nicht aus, sondern der ganze organisatorische Aufbau mit diesen einzelnen Elementen muss bei der Gelegenheit berücksichtigt werden. Denn es ändern sich eben die ganzen Verantwortlichkeiten in der Konzernstruktur, die Rollen verändern sich, damit auch die Höhe der Vergütung bleiben. Aus Umsatzsteuersicht, die umsatzsteuerlichen Registrierungen verändern sich komplett, und auch die zollrechtlichen Vorgaben haben natürlich ein ganz anderes Bild, wenn Sie hier solche Umstrukturierungen vornehmen. Gut, also das mal vorweggeschickt ist mein Hinweis darauf, dass eben solche Veränderungen eben immer eine Vielzahl von Überlegungen an anderer Stelle nach sich ziehen. Und dann möchte ich gern an den Herrn Bamberger weitergeben, der uns jetzt mit den Details dieser Single Business Entity, mit den Details dieses Single Business Entity Konzepts vertraut machen möchte. Ja, guten Morgen. Auch nochmal ein Gruß von Seiten Vorne Partners, wenn wir bitte auf die Slide 5 zurückgehen könnten. Das ist im Wesentlichen das Flussdiagramm der Single Business Entity, die ja gerade schon angesprochen worden ist von Herrn Schmidt. Und ich würde Sie jetzt gerne kurz durch die wesentlichen Vereinfachungen, die wir dadurch erzielen können, durchführen. Sie haben in dieser Struktur, im Gegensatz zu dem, was wir aus den meisten multinational agierenden Unternehmensgruppen kennen, einen Schlüsselankerpunkt in der Mitte der Grafik, die Single Business Entity, die alle externen Relationen, die es in dem Geschäft gibt, auf sich vereint. Das heißt, sie kauft sämtliche Rohmaterialien ein, sie hat alle Kundenbeziehungen und bedient sich im Wesentlichen ihrer Tochtergesellschaften international und auch im Heimatland als Erfüllungsgehilfen. Damit erfüllen sich
im Wesentlichen die Träume, die die meisten Geschäftsführer in multinationalen Unternehmen haben, nämlich dass sie sehr genau wissen, was in ihrem Geschäft passiert. Sie kriegen eine größtmögliche Transparenz, weil sie die wesentlichen Transaktionen, die im Geschäft weltweit passieren oder jedenfalls in dem Bereich, der durch die Single Business Entity abgedeckt ist, in einem Rechnungskreis sehr, sehr zeitnah erfasst kriegen. Wie ich sagte, die wesentlichen Geschäftsprozesse, nämlich der Einkauf der Rohmaterialien, die Konversion in Fertigprodukte und der Verkauf geschehen in der Single Business Entity, die sich zur Herstellung der Produkte sogenannter Toll Manufacturer bedient. Das sind die bisherigen Werke, die als Lohnfertiger für die Single Business Entity die Rohmaterialien gestellt bekommen. Über die in diesen Toll Manufacturing befindlichen Produktionsanlagen zu Fertigprodukten bauen und dann über die Sales Calls, die im Wesentlichen als Handelsvertreter agieren, dann an den Kunden im Namen und auf Rechnung der Single Business Entity verkaufen. Was Sie hierdurch erreichen, ist, wie gesagt, die Transparenz, dass Sie die Transaktionen im Rechnungskreis der Single Business Entity haben. Sie können dadurch, auch dadurch, dass Sie das komplette Umlaufvermögen sowohl auf der Warenseite als auch auf der Geldseite in der Single Business Entity haben, sehr viel besser steuern. Sie haben dadurch, dass Sie Eigentümer der Kunden sozusagen sind, auch eine wesentlich bessere Kontrolle über das Kreditmanagement, also auch Kundenausfallrisiko und die Art und Weise, wie Ihre Kunden bezahlen. Das sind so im Wesentlichen die Schlüsselvorteile, die wir erzielen. Und ich würde sagen, dass wir dann mal auf das Chart 7 springen. Da können wir dann noch mal kurz sehen, wie sich das dann auch konkret für das Unternehmen äußert. Wir versuchen hier Transparenz zu schaffen, was Sie für Vorteile aus dieser Struktur haben. Herr Schmid hat vorhin gezeigt, dieses Slide Nummer 6, wo man die verschiedenen Logistikströme gesehen hat. Und für mich sind diese sehr komplexen Grafiken, wo Sie viele Punkte und viele Linien haben, immer so ein Stück weit ein Indikator dafür, dass Sie Prozesse haben, die in sich nicht wirklich stimmig sind. Und in sich nicht stimmige Prozesse führen in der Regel zu erheblich mehr Kosten, dadurch, dass Sie diese Prozesse immer wieder abbilden und irgendwelche Unstimmigkeiten aus den Prozessen heraus dann auch wieder abstimmen müssen. Durch die Vereinfachung in der Struktur, die durch die SBI erzielt wird, haben Sie deswegen in nicht geringem Maße Ersparnisse zu erwarten im administrativen Bereich. Das heißt, Sie haben erstens das Thema, dass Sie, wie ich das aus meiner betrieblichen Praxis, ich komme aus Geschäftsführungsmandaten, sehr gut kenne, den monatlichen Abstimmungsprozess, um Zwischengewinneliminierungen tatsächlich korrekt zu machen. Sie haben das Thema, dass Sie in einer Vielzahl von Tochtergesellschaften komplettes Backoffice fahren müssen, angefangen vom Einkauf über die Internal Sales bis hin zum Accounting und Controlling und bis hin zu der Tatsache, dass Sie dann natürlich auch in jeder dieser Tochtergesellschaften einen Wirtschaftsprüfer haben, um ihre Jahresabschlüsse zu prüfen. Wir sind in den Projekten, die wir gesehen und begleitet haben,
immer wieder auf Zahlen, die bis zu 1% des Umsatzes an Kostenersparnissen ausgemacht haben, gestoßen, die sich eben aus diesen Dingen, und ich habe vergessen, die EDV-Kosten noch mitzunennen, weil sie da natürlich auch ein gutes Stück an Komplexität einsparen gestoßen. Wir haben daneben dann natürlich wie ich finde, fast noch wichtigeren Punkt in Zeiten, wo die Banken nicht mehr ganz so freigebig sind, wie das früher der Fall war, dass sie nämlich ihr Networking Capital in allen Komponenten des Umlaufvermögens besser steuern können. Ich habe das vorhin schon kurz angesprochen. Wir haben einen zentralisierten Einkauf. Damit können Sie die Warenflüsse der Rohmaterialien, die reinkommen, sehr viel effizienter steuern. Dadurch natürlich sicherlich auch Synergien bei den Einkaufskonditionen. Sie haben bei der Absatzseite haben Sie sicherlich das Thema, dass Sie gerade wenn wir von Unternehmen, die im deutschsprachigen Raum angesiedelt sind, ausgehen, eine andere Kultur im Umgang mit Forderungsmanagement haben als in vielen anderen Ländern, sodass sie davon ausgehen können, dass sie effizienter mit Kundenforderungen umgehen und etwas sicherlich auch stringenter in den Zahlungskonditionen, die sie einräumen. So, all diese Punkte zusammen führen in der Regel dazu, dass Sie erstens, wie gesagt, eine Einsparung im gebundenen Kapital haben, was ja letztendlich auch Geld kostet, und darüber hinaus operativ Ihre Marge nach unseren Erfahrungen zwischen 1 und 3% des Umsatzes verbessern können, was für viele Unternehmen, die sich in EBITDA-Margenbereichen zwischen 5 und 10% bewegen, sicherlich eine signifikante Größenordnung ist. Damit wieder zurück an Herrn Schmid und das nächste Slide, bitte. Herr Schmid? Wir haben auf dieser Folie, was regelmäßig in diesem Kontext mit erscheint, das ist der Umgang mit immateriellen Wirtschaften. Die Folie zeigt hier zwei typischerweise anzutreffende Modelle, im Rahmen der die immateriellen Wirtschaftsgüter eingebunden sind. Oben sehen Sie eine Unternehmenseinheit, bezeichnet als Profit Center plus Investment Center. Das ist also sozusagen der Entrepreneur der Gruppe. Links ein Cost Center, beispielsweise ein Auftragsfertiger, und auf der rechten Seite ein Revenue Center, ja, eine typische Vertriebsgesellschaften. Die immateriellen Wirtschaftsgüter sind eingebettet in diese mittlere Gesellschaft, was dazu führt, dass hier ein residuales Ergebnis in einer Gesellschaft entsteht und nicht so ganz eindeutig, das ist so unsere Erfahrung, ermittelbar ist, was ist denn letztendlich das Ergebnis aus den immateriellen Wirtschaftsgütern und was stammt aus den Fertigungstätigkeiten, was stammt aus den vertrieblichen Aktivitäten. Darunter ein Modell, wo das schon auseinandergezogen ist. Also links die fertigenden Gesellschaften, rechts die vertreibenden. Wie auch oben, in der Mitte jedoch ist der Unterschied erkennbar. Die immateriellen Wirtschaftsgüter befinden sich in einer abgespaltenen Einheit, also hier benannt als IP Company oder Investment Center. Die wiederum bezahlt eine Royalty an das Profit Center. Also hier ist Transparenz hinsichtlich der immateriellen Wirtschaftsgüter erreicht. Also hier ist klar und eindeutig feststellbar, was ist der Profit aus dem IP-Vermögen der Gruppe und was stammt letztendlich aus Fertigung und Vertrieb. Also das ist ein Aspekt, der bei der Gelegenheit sicherlich sinnvoll ist für eine Erörterung und Analyse, wenn man das Single-Business-Konzept
hier prüft und eben gegebenenfalls dann auch umsetzt. Auf der nächsten Folie ein weiteres Element, was ganz zentral berücksichtigt werden sollte. Das ist das zollrechtliche Thema. Denn wenn gewisse komplexe Strukturen in einer Gruppe bestehen, ist es aus unserer Sicht immer lohnenswert, die zollrechtlichen Aspekte zu überprüfen, hier Vereinfachungen zu finden. Denn sobald wir außerhalb Europas uns bewegen mit der Gruppe, haben wir eben eine Vielzahl von Fragestellungen auf dem Gebiet. Ganz wesentlich sind aus unserer Sicht die Verbesserungen, die zu erzielen sind hinsichtlich der zollrechtlichen Präferenzen. Also da gibt es ein großes Optimierungspotenzial. Wir machen die Erfahrung, dass auch das Thema Abfertigung ganz besondere Bedeutung hat. Ich will hier nur ein Beispiel nennen. In Brasilien, wenn sich Ersatzteillieferungen in den Markt bringen möchten, müssen, ist es sicherlich sinnvoll, gerade in dem Fall nachzudenken über die Schaffung von Abfertigungsverbesserungen, um da einfach eine beschleunigte Anlieferung in den Markt zu erreichen. Ganz entscheidend ist natürlich auch immer wieder die Frage der Zollhöhe und das Ganze sicherlich dann auch wichtig abgestimmt mit der Verrechnungsbepreisung im Konzern. Also da ist ganz wesentlich auch ein Optimierungspotenzial erkennbar, wenn so ein Konzept erörtert wird und möglicherweise eingeführt wird. Das wäre der Hinweis auf die zollrechtlichen Faktoren. Auf der nächsten Folie kommen wir zu einem weiteren Aspekt, der von einem der in diese Strukturen involvierten Beratungskollegen aufgegriffen wird, der sogenannte Location Selector. Denn wenn Überlegungen anstehen und das Geschäftsmodell insgesamt auf den Prüfstand gestellt wird, ist es natürlich auch sinnvoll, diese ganzen Facetten, die wir hier ansprechen, unter Standortgesichtspunkten zu analysieren, einfach zuschauen, wo ist für beispielsweise ein Logistik-Hub die geeignete Lokalität, wo ist für ein Shared Service Center, wo ist für eine IP-Gesellschaft der bestmögliche Standort. Und das Ganze wird hier von einem Location Selector, einer Datenbank abgedeckt, die all diese Informationen enthält, wenn eben solche Anstrengungen unternommen werden, Stichwort Überprüfung eines Standortes. Gut, also das ist sicherlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dann unter dem Stichwort Location, noch einige Hinweise von meiner Warte aus, bevor ich wieder den Herrn Bamberger weitergebe. Wir haben hier mal abgebildet die einzelnen Faktoren, die dann eben auch von bestimmten Funktionen auf Ebene der Unternehmensleitung abgedeckt werden. Sie sehen es, wenn Sie von links nach rechts gehen auf der Tabelle, die Rahmenbedingungen, die Rahmenentscheidungen werden auf CFO, CEO-Ebene getroffen und dann weiter über die einzelnen Funktionsbereiche abgearbeitet. Herr Bamberger, ich würde Sie dann bitten, weiter zu beschreiben, wie das SBE-Konzept dann von der Umsetzung her und von den Details her funktioniert. Mache ich gerne. Gehen wir bitte auf Slide Nummer 12, genau. Hier sehen Sie im Wesentlichen die Annäherung, die wir in konkreten Fällen wählen. Wir fangen mit einer Prozessanalyse an. Das ist nicht besonders originell. Das machen die meisten Berater, wenn sie in solche Dinge reingehen.
Dort fokussieren wir uns auf die von uns determinierten Kernprozesse im Unternehmen, nämlich Prospect to Order, das heißt von der Auftragsakquise bis zum Auftrag, vom Auftrag bis zur Vereinnahmung der Kaufpreise, von der Schaffung der Nachfrage bis zur Erfüllung der Nachfrage und von der Bestellung bis zur Bezahlung von Einkaufsvorgängen und von der Generierung von Informationen über den Geschäftsverlauf bis hin zu unternehmerischen Entscheidungen, wie das Geschäft zu führen ist. Das sind bewusst andere Zuschnitte der Geschäftsprozesse, als wir das aus den ERP-Systemen kennen, um dadurch eine gewisse Friktion in der internen Kommunikation zu schaffen, die so ein bisschen aus den normalen Zuständigkeitsbereichen rausfällt und dadurch nochmal einen Katalysator zu schaffen, um Widersprüche in den Geschäftsprozessen aufzudecken. Wenn diese Prozessanalyse erfolgt ist, kann man darauf aufbauend beginnen, ein Design Paper zu erstellen, in dem man sich definiert, wie die zukünftige Ausgestaltung im Kontext der SBI auszusehen hat. Das tut man dann natürlich unter Einschaltung der Experten im Bereich des Steuerrechts. Und das ist dann natürlich auch der Bereich, wo die Partnerschaft zwischen Freunde Partners und TPA zum Tragen kommt, wo man dann eben sich die verschiedenen Steuer- und Abgabenaspekte, die aus einem veränderten Prozessablauf in der Unternehmensgruppe entstehen, anschaut. Man schaut sich also an, was ergeben sich für einkommensteuerrechtliche Konsequenzen, wie können wir die Umsatzsteuerthematik im Kontext dieser Struktur verschlanken. Abgaben und andere Abgaben und Steuern und Zölle sind natürlich dabei auch eine ganz wichtige Sache. Und durch die Veränderungen der Prozessstrukturen, die wir im Rahmen der SBE-Einführung haben, ergeben sich dann natürlich auch andere Transferpreise. Denn Sie haben ja, ich habe das vorhin gesagt, Sie haben ja die wesentlichen Geschäftsprozesse, die jetzt nicht mehr in den Tochterunternehmen stattfinden. Chancen und Risiken werden auf die Single Business Entity fokussiert und dadurch verändert sich natürlich auch die gesamte Argumentation für ihr Transfer Pricing und das muss plausibel und für die Steuerbehörden nachvollziehbar dokumentiert werden, sodass sie nach dieser Umstellung nicht im Rahmen von Steuerprüfungen hier in Fallen laufen. Das Entscheidende dabei ist, im Gegensatz zu manchen Dingen, die wir in den letzten Monaten in der Presse gelesen haben, ist, dass die treibende Kraft dessen, was wir in der Single Business Entity tun, nicht eine Steueroptimierung ist, sondern eine Prozessoptimierung. Das heißt, es gibt immer einen nachweislichen geschäftlichen Grund, warum man diese Struktur gewählt hat. Sodass wir der Überzeugung sind, dass bei sorgfältiger Dokumentation des Ganzen da auch nicht damit zu rechnen ist, dass es steuerliche Anwürfe gibt. Wenn Sie die Prozessredefinition vorgenommen haben, die steuerlichen Aspekte damit in Einklang gebracht haben, müssen Sie das Ganze natürlich in Ihrer EDV abbilden. Die großen Chancen, die auf der EDV-Seite aus der Single Business Entity entstehen, sind das Thema Master Data Management. Das heißt, Sie haben in diesem Kontext die Chance, das zu tun, woran viele, auch große Unternehmen in der Vergangenheit gescheitert sind, dass sie nämlich eine strukturierte und zentrale Master Data Management Organisation aufbauen können. Die haben eine sehr viel einfachere
Konfiguration, wenn Sie beispielsweise mit SAP arbeiten, dass Sie mit Plan-to-Broad arbeiten. Das heißt, Sie laufen im Standard-SAP-Kontext in sehr viel geradlinigeren Prozessen ab. Und wenn Sie damit also den Prozess abgebildet haben, das Ganze steuerlich klar umrissen haben, die IT-Seite abgedeckt haben, dann haben Sie den Moment, wo Sie all das dann auch nochmal im Rahmen einer rechtlichen Aufgabenstellung abdecken müssen, weil Sie natürlich Ihre Kundenverträge umstellen müssen. Sie müssen Geschäftsbedingungen anpassen. Sie müssen Einkaufsbedingungen anpassen, beziehungsweise dann auch Ihre Lieferanten und Kunden über die Veränderungen informieren. Eventuell in diesem Kontext dann auch zeigen, dass diese Veränderungen auch für ihre Kunden und Lieferanten Vorteile bringen. Das Thema Export- und Importlizenzen, Betriebsgenehmigungen, all diese Dinge müssen abgedeckt werden. Das will ich nicht verheimlichen, nicht wenig Arbeit, aber wie gesagt, die Ergebnisverbesserung, die sich als Resultat einstellt, rechtfertigt diesen Aufwand aus unserer Sicht. Ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum nächsten Slide. Hier haben wir nochmal die wesentlichen Veränderungen, die wir hier sehen, aus der Single Business Entity, die sich im Unternehmen ergeben, aufgelistet. Ich würde die gerne nochmal so im Sinne einer kurzen Zusammenfassung hier ansprechen. Wir haben, ich sage das immer zuerst, weil ich selbst viele Jahre CFO in Unternehmen gewesen bin. Wir haben natürlich auf der Finanzseite das ganze Thema Konsolidierung, Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse, wo Sie dadurch, dass die Transaktionen ursprünglich in der Single Business Entity stattfinden, unglaublich viel weniger Komplexität in ihren Abstimmungsprozessen haben. Sie haben aber auch schon im Vorfeld, was aus der Sicht des Gesamtunternehmens, glaube ich, ein echter Befreiungsschlag ist, das Thema Transferpreise im Sinne, wo fallen die Gewinne aus bestimmten Transaktionen an? Und den Hickhack, den man häufig damit hat, dass man den Geschäftsführer einer Gesellschaft gegen den anderen laufen lässt, weil sie sich darüber auseinandersetzen müssen, wer für eine bestimmte Transaktion die Gewinne vereinnahmt. Das ist alles weg, weil sie einfach über die Bezahlung der Dienstleistung der Handelsvertreter und der Lohnfertiger diese ganze Diskussion im Kern erstickt haben. Ja, dann haben wir auf der Vertriebsseite das, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben. Die internationalen Vertriebsgesellschaften werden Handelsvertreter, kriegen eine vorher festgelegte Provision und damit ist diese Geschichte sehr viel schlanker. Das ist eine monatliche Rechnung, die gestellt wird und der Rest passiert, wie gesagt, in den Büchern der Single Business Entity. Das hat vom Geschäft her natürlich ganz tiefgreifende Vorteile, weil sie in dem Falle die Preisfindung, die Gewährung von Rabatten und Zahlungszielen und dergleichen mehr in der Single Business Entity fahren. Das heißt, sie können sehr viel stringenter Vertriebsentscheidungen treffen, als das in der Vergangenheit passiert ist. Und sie haben dadurch dann auch die Chance, ihren Internal Sales Bereich, das Sales Backoffice, sehr viel effizienter zu managen, als das bei dezentralen Strukturen der Fall ist. Auf der Supply Chain Seite haben Sie dadurch, dass das ganze Warenvermögen in der Single Business Entity jederzeit in der Single Business Entity ist, haben Sie natürlich die Chance, die Auslastung Ihrer Werke anders zu betrachten, als das bei dezentralen Strukturen der Fall ist. Sie können eine bessere Materialdisposition machen. Sie können Ihre Planung, Ihre
Vertriebsplanung und die operative Produktionsplanung sehr viel nahtloser zusammenführen und dadurch schlicht und ergreifend eine nahtlose Kette vom Einkauf bis zum Verkauf führen. Einkauf haben wir schon kurz angesprochen. Dadurch, dass Sie zentral einkaufen können, können Sie andere Einkaufskonditionen erzielen, sicherlich in vielen Fällen. In vielen Fällen bei großen internationalen Organisationen bleibt ein Residual von Einkaufsaktivitäten in den lokalen Unternehmen, weil sie Wartungsdienstleistungen, Büromaterial und solche Sachen nicht effizienter zentral einkaufen können, als sie das vor Ort tun können. Und da muss man dann mit Augenmaß reingehen. Über die EDV-Seite haben wir schon gesprochen. Location Selection sprach Herr Schmid vorhin schon an. Es ist natürlich im Rahmen einer SBE Einführung ein sehr logischer Gedanke zu überlegen, dass man die SBE möglicherweise nicht genau da, wo man heute sein Headquarter hat, sitzen hat, sondern vielleicht in einem Umfeld, das freundlicher ist, aus welchen Gründen auch immer, seien es der Arbeitsmarkt, sei es das Thema, dass es Anreize von bestimmten Regierungen gibt, sich anzusiedeln, sei es eben auch auf der steuerlichen Seite. Aber das sind Dinge, die man dann im Einzelfall sehr gründlich untersuchen und diskutieren muss. Ich sprach das vorhin schon kurz an. Es gibt natürlich dann einiges an Umstellungsarbeiten zu tun. Und die müssen halt wie in einem normalen anderen Reorganisationsprojekt professionell abgearbeitet werden. Das ist etwas, wo wir und sicherlich Ihre Mitarbeiter, mit denen wir solche Dinge typischerweise sehr eng zusammen machen, Erfahrung haben und das auch in der Regel reibungslos schaffen. Ich würde sagen, wir gehen dann weiter auf Seite 14. Ja, hier ist dann nochmal ganz konkret, wie ist die Vorgehensweise, wenn man einen solchen Umstellungsprozess angeht, in verschiedene Schritte unterteilt, die Ihnen auch die Möglichkeit geben, immer wieder nochmal zwischendurch zu fragen, macht das Sinn, bringt das uns voraussichtlich tatsächlich die erwarteten Vorteile. Wir fangen typischerweise damit an, dass wir mit dem Managementteam des Unternehmens die Machbarkeit dieses ganzen Unterfangens überhaupt betrachten und zu sehen, ob es tatsächlich für das Unternehmen von Vorteil ist, eine Single Business Entity Struktur zu implementieren. Eine Voraussetzung dafür ist zum Beispiel, dass Sie tatsächlich Komplexität im Unternehmen haben. Wenn das Unternehmen heute schon so aufgestellt ist, dass sich da wenige Vorteile daraus ergeben würden, würde es keinen Sinn machen, ein solches Projekt zu machen. Man schaut sich in diesem Rahmen eben, wie gesagt, die existierenden Prozesse an. Und hat eine zunächst mal bewusst relativ grobe Analyse, ob es Sinn macht, in eine detailliertere zweite Phase einzusteigen. Nachdem man diese Entscheidung getroffen hat, dann geht man tatsächlich in die einzelnen Bereiche rein, schaut sich an, wo sind die Geschäftsprozesse besser oder schlechter als Best Practice. Das machen wir in Workshops mit den Prozesseigentümern von den Prozessbereichen, über die ich vorhin gesprochen habe. Schaut sich die also Prozess für Prozess an. Da gibt es Programme, mit denen wir das tun, sodass wir da auch keine Lücken lassen. Und haben dann mit
ihren Mitarbeitern zusammen. Und das ist, glaube ich, eine Besonderheit bei Vorne Partners, dass wir sie nicht mit einer Heerschar von Beratern konfrontieren, sondern dass wir das in kleinen Teams mit meist zwei Vorne Partners-Kollegen und dann ihren eigenen Mitarbeitern machen, sodass sie auch von vornherein ein hohes Maß an Transparenz in dieser bevorstehenden Veränderung im Management-Team des Unternehmens haben. Ein wichtiger Bestandteil, ich sprach es vorhin schon an, bei all diesen Dingen ist, dass man dann im Rahmen auch dieser Phase schon darauf schaut, wie passt das zu der bisherigen Praxis, eben auch mit ganz besonderem Augenmerk auf die Transferpreis. Gestaltung, damit man da keine Unstimmigkeiten schafft, die einem hinterher Probleme machen. So, das Ergebnis aus diesem Prozessschritt ist, dass man eben schon mal ein sehr klares Bild hat, wo Stärken und Schwächen im Unternehmen sind. Man hat mehr Transparenz über die Frage, wie sind wir eigentlich konkret in verschiedenen Bereichen aufgestellt. Und kann daraus dann auch schon eine grobe Sichtweise entwickeln, wo geht der Prozess hin. So. Danach nochmal eine Pause, man überlegt, machen wir weiter. Dann kommt die Frage, wie soll das denn in Zukunft konkret aussehen? Da werden dann eben die zukünftigen Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten definiert. Man hat in dieser Phase dann auch, beginnt man das technische Konzept auf der ERP-Seite mit zu adressieren. Man beginnt damit zu priorisieren, welche Bereiche besonders vielversprechend sind, welche leicht umzusetzen sind und dergleichen mehr. Und entwickelt damit dann auch einen groben Implementierungsplan. In diesem Stadium hat man dann auch so die Bausteine, mit denen man sich darauf beginnen kann, darauf festzulegen, was ich für neue Transferpreiskriterien daraus entwickeln, damit man da von vornherein auch sauber dokumentieren kann und die zukünftige Transferpreisstudie dann auch schon quasi mit in den Prozess adressieren kann. Ergebnis dieses Schrittes ist dann eben, dass Sie im Wesentlichen einen Plan haben, wie das in Zukunft aussehen wird. Sie haben eine gute Sichtweise in diesem Stadium, was die Vorteile, die materiellen Vorteile sind und haben dann wieder den Entscheidungspunkt, wo Sie sagen, okay, das macht Sinn, wir gehen jetzt in die Implementierungsphase. Und in der Implementierungsphase geht es dann tatsächlich in die einzelnen Prozesse rein, wo man eben Veränderungsmanagement machen muss, wo Verantwortlichkeiten sich verändern. Diese ganzen Schritte in dieser Phase machen Sie begleitend dann auch die neue Transferpricing-Studie. Haben die entsprechenden internen und externen Verträge, Genehmigungen und so weiter und so fort. Der gesamte Prozess ist je nach Größe des Unternehmens sehr unterschiedlich, dauert sicherlich nicht weniger als 9 Monate, kann auch 12 bis 18 Monate dauern. Das kommt sehr auf die Größe und die Komplexität des einzelnen Unternehmens an. Damit würde ich dann gerne erstens für Ihre Aufmerksamkeit danken und zweitens an Herrn Schmid weitergeben. Herr Bamberger, besten Dank. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, kommen wir zu einem Beispielsfall, den wir Ihnen hier in die Unterlagen eingearbeitet haben. Hier sehen wir oben links eine GmbH, die als Single Business Entity agiert. Wir sehen darunter die verschiedenen Produktionsgesellschaften weltweit dieser Gruppe. Wir sehen als ABC bezeichnet in dem Fall eine Einkaufsgesellschaft, die ihren Sitz
muss gerade mal schauen, im Nahen Osten hat. Wir sehen verschiedene Vertriebsgesellschaften und wir sehen eine Gesellschaft unten rechts als HK Holding bezeichnet, die als lokale Holding in Hongkong agiert. Des Weiteren haben wir hier sämtliche Transaktionen aufgeführt, durchnummeriert. Sie sehen also, wir haben das Thema Lizenz von Patenten, Lizenz von Marketing-Intangibles berücksichtigt. Hier fließt also eine Lizenzzahlung an die Single Business Entity. Wir haben die Themen R&D beispielsweise in der Form berücksichtigt, dass diese Forschung und Entwicklung in China durchgeführt wird zugunsten dieser Single Business Entity. Die Single Business Entity ist Auftraggeber, die Gesellschaft in Asien ist ein Auftragnehmerverhältnis, was dann als Cost-Plus-Lösung erfasst wird. Wir haben das Ganze eben in der Form vereinfacht, dass sämtliche Produktionsgesellschaften als solche agieren. Das heißt also, die haben ein Funktionsprofil, was das eben eines Auftragsfertigers umfasst und nicht weiter. Das heißt also, da wurde Abtrennung von Funktionen, die nicht mit der Produktion zu tun haben, vorgenommen. Dasselbe gilt für die Vertriebsgesellschaften, die eben jetzt künftig als reine Vertriebsgesellschaften agieren und nicht eben noch zusätzliche Funktionen an Bord haben, was zu diesen Intransparenzen führt. Wir haben natürlich auch hier Möglichkeiten, das Ganze ja, zu gestalten und so auszudefinieren, wie es dem Geschäftsmodell des Unternehmens entspricht, wie es den Marktanforderungen natürlich entspricht. Wenn wir auf die nächste Folie schauen, Folie 16, sehen wir beispielsweise, dass die Folie 16 würde ich jetzt gerne zeigen, dass wir hier Möglichkeiten haben, beispielsweise mit Blick auf die eingebundenen immateriellen Wirtschaftsgüter. In dem Fall ist es vorgesehen, dass die lokalen Sales Entities hier in der Spalte rechts in gewisser Weise eingebunden sind in das IP-Management. Das ist eben aufgrund des vorhandenen Geschäftsmodells so bedacht worden. In der Profilierung der Gesellschaft führt es dazu, dass das, Sie sehen es unten rechts, ein Profit Center ist, also nicht mehr nur die Funktion einer reinen Vertriebsgesellschaft, sondern eben etwas mehr hinsichtlich des IP-Managements. Die Aufgabenteilung besteht hier eben zwischen der GmbH und den Local Sales Entities. Wir haben auf der übernächsten Folie eine etwas variierte Lösung. Da ist bei den lokalen Vertriebsgesellschaften dieses IP-Management nicht vorgesehen. Das heißt also, diese Gesellschaften haben dann wiederum eher ein typisches Profil eines Revenue Centers, wie es eben normalerweise bei Vertriebsgesellschaften anzutreffen ist. Die volle Verantwortung und damit das Profil eines Investment Centers sehen wir dann hier bei der GmbH oder SBE in der anderen Bezeichnung. Sie sehen, hier bestehen natürlich dann sämtliche Möglichkeiten in der Ausgestaltung und der Definitionen von Funktionen und Risiken, sowohl bei der Muttergesellschaft SBE oder natürlich auch bei den einzelnen Gruppenunternehmen. Das wäre hier noch ein Blick auf diese sogenannte Fallstudie, die wir damit eingearbeitet haben, mit entsprechenden Möglichkeiten, da
die Ausrichtung vorzunehmen, wie es dem Geschäftsmodell am ehesten entspricht. Erlauben Sie mir noch einen Hinweis auf das Thema, was aktuell in der Presse sehr häufig in einem ähnlichen Kontext diskutiert wird, das Thema Steuervermeidung, Steuerverlagerung. Das ist sehr häufig in Prinzipalstrukturen zumindest ansatzweise der Fall, wenn eben solche Prinzipalgesellschaften an Niedrigsteuerstandorten angesiedelt werden. Wir hatten kürzlich eine Diskussion im Bundesfinanzministerium und haben dieses Single Business Entity Konzept dort diskutiert mit ja, verantwortlichen Personen aus dem Außensteuerreferat. Und sofern die Single Business Entity nicht an Standorten, die im Augenblick intensiv diskutiert werden, wie Cayman Islands oder sonstige Oasenstandorten angesiedelt ist, gibt es überhaupt keinen Grund, dass seitens der Finanzverwaltung an diesem Konzept gerüttelt wird. Also sofern die Single Business Entity an einem Nicht-Steueroasen-Standort etabliert wird, solange die Single Business Entity, die mit ihr verbundenen Funktionen und Risiken ausübt, ist auch die deutsche Finanzverwaltung der Auffassung, dass das ein voll anwendbares Konzept ist, was hier keinesfalls im Fokus steht oder im Verdacht steht, der Steuervermeidung zu dienen. Also das nur als kurzer Hinweis, dass wir hier, und das bestätigt die Ausführung von Herrn Bamberger, in Richtung operative Verbesserungen gehen, unter möglicherweise Berücksichtigung von steuerlichen Aspekten. Diese stehen aber nicht im Vordergrund, sondern sind eben einer von mehreren Faktoren, die hier relevant sind. So, das war von meiner Seite aus die Einführung in das Konzept der Single Business Entity und würde Sie bitten, sofern Fragen bestehen, diese noch an uns zu schicken. Wir greifen die dann gerne im Anschluss auf. An der Stelle bereits mein Dank für Ihre Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.